Saison über hinarbeitet. Das große Finale, wer wird Deutscher Meister? Wir werden es in vielleicht einer Stunde, anderthalb Stunden wissen, vielleicht in zwei, vielleicht in drei, abhängig davon, wie viele Maps drankommen. Aber um zu wissen, wie viele Maps drankommen, müssen wir erstmal wissen, welche Maps überhaupt drankommen. Und da sind wir gespannt. Und jetzt sogar im Doppelveto. Das heißt, beide Teams haben zwei Spieler mitgebracht. Wie im Tennis eigentlich, jetzt ein Doppel einfach. Ja, so ist das. Damen-Doppel oder Herren-Doppel ist ja noch die Frage. Also, Planet Key vetoed Cash, das war zu erwarten. Nuke rausgewählt von Maus. Ja. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was Trouble rausvotet. Ich würde tippen auf Overpass und Cobblestone. Mhm. Cobblestone, ja. Okay, und jetzt Maus wird rauswählen, das 2 wahrscheinlich. Inferno sogar. Yes. Okay. Klingt ein bisschen nach einer Fahrt, die Hintergrundinformation. Ja. Also das 2 Mirage, Overpass, die Maps. Ja, das 2 müsste Overpass gepickt von Planet Key. Und jetzt sehen wir Mirage bei Maus oder das 2? Höchstwahrscheinlich nehmen sie sogar Mirage, glaube ich. Ich glaube, sie haben ein bisschen Angst auf das 2, das sofort auskommen zu lassen. Also ich glaube auch, dass Planet Key vielleicht sogar die größeren Chancen auf das 2 hat, aber man pickt das 2 als zweite Map. Tatsache. Okay, dann faced man es einfach. Ist, ja, da gibt es nochmal die also für relativ mich dann lieblosen Handshakes. Ja, für mich dann eigentlich die Entscheidung auf Map Nummer 1, die fallen wird. Absolut, ja. Eigentlich die Map, wo man jetzt seinen Fokus haben darf. Also Overpass, dass man die Map drinnen lässt, ist für mich eine kleine Überraschung. Denn Maus auf Overpass eigentlich ganz gut unterwegs, aber auch Planet Key fühlt sich natürlich nicht schlecht auf Overpass. Ich glaube, Planet Key jetzt auch auf der Dreamhack natürlich mit dem Nip-Spiel vielleicht aus Fehlern gelernt, Fehler gesehen, Fehler analysieren können und deswegen vielleicht auch eine gewisse Konfidenz jetzt in dem Spiel. Vielleicht nach der Map-Änderung geht man davon aus, dass Maus vielleicht die Map gar nicht mehr berührt hat seitdem. Und sie, da sie ja auch immer im Line-Up-Wechsel sind, immer stetig hier was, da ein Stand-In, hier ein Stand-In, dass man dann vielleicht sich dort eindeutig sicherer fühlt. Ja, wobei man wirklich nochmal das unterstreichen muss, was Moose auch schon rausgearbeitet hat. Mousepods wahrscheinlich etwas mehr im Saft gegenüber den Jungs von Planet Key Dynamics. Ja, absolut. Ne, ESEA Finals gespielt, danach direkt zurückgekommen, 99 Damage Arena gespielt am Dienstag. Montag sind sie geflogen, also ne. Ja, und jeden Tag ein Official, kann man sagen. Jetzt bei Maus hört es nichts auf, die haben überall sind sie dabei. Ja. Und deswegen, wie du sagst, sie haben höchstwahrscheinlich ein bisschen mehr on point, mehr im Saft, aber was auch nichts heißen muss. Planet Key hat jetzt ein Spiel, um sich relativ gut einzuspielen und man muss jetzt einfach schauen, wie die Jungs. Einzig und allein, ich glaube, Moose hat gesagt, ESL Pro League hat Maus gespielt. Dieses Turnier spielt Mousesports nicht. Das vielleicht noch als kleine Randinformation, die ja den Slot aberkannt bekommen haben durch den Fall SMN. Ach so. Ja. Also, Mousesports gegen Planet Key. Und ja, also ich glaube wirklich, Overpass ist so die entscheidendste Map. Ich glaube, wer da den Schwung mitnehmen kann von dieser Map 1, hat extrem gute Chancen, das mit einem 2-0 hier zu beenden. Ja, absolut. Und also, ja, mal gucken. Mirage natürlich auch eine interessante Decider-Map. Ich hoffe persönlich auf ein 2-1 hier in diesem Finale jetzt. Das hätten wirklich beide Teams verdient. Der Coin ist gesetzt, wie ich das mal kurz hier spoilern darf. Der Coin ist auf Mousesports, wenn ich das richtig interpretiere, auf der schönen 99 Damage Seite und dann. Also ich glaube wirklich, diesen Fehler wird man nicht nochmal machen. Ne? Letzte Season gegen Planet Key Dynamics im Finale verloren. Planet Key Dynamics großartig gespielt, ein Nex über sich herausgewachsen. Absolut, ja. Und wirklich ein tadelloses Finalspiel abgeliefert. Ich glaube, Mousesports hat jetzt diese Erfahrung gemacht, ne, gegen die zu verlieren. Und ich glaube, dass ihnen das hier nicht nochmal passieren wird. Was wir, glaube ich, festhalten können, wir sehen jetzt das beste Match in dieser Saison. Absolut, das die beiden besten deutschen Teams mit auch, muss man sagen, einem wirklichen Abstand zu den anderen. Das ist jetzt das Nonplusultra, das Wobei Panther zuletzt natürlich auch extrem gut in Form war, aber jetzt hier auf den Finals nicht dabei. Und deshalb kann man, glaube ich, getrost sagen, wir sehen jetzt hier das beste Matchup. Absolut, genau, so sieht es aus. Und ja, man muss ja sagen, letzte Season schon tadellos, absoluter Top-Spieler gewesen, muss man einfach sagen. Auch wirklich ein großer Faktor, der zum Sieg beigetragen hat. Ja. Hat heute auch im ersten Spiel, war wieder on fire, hat wirklich seine Shots schon gemacht. Und wenn der in seiner Top-Form ist,
dann kann der auch mal eine Runde allein entscheiden. Und genau die Möglichkeit hat jeder bei Planet Key, auch im Team, wie es bei Mousebots ist. Absolut. Sag mal, individuell nehmen sich die beiden Seiten jetzt nicht mehr so viel wie vielleicht in den Vorgänger-Matches. Correct. Und damit ist das halt auch einfach ein Spiel auf Augenhöhe. Aim-technisch wirklich sehr gut unterwegs. Und das Schöne ist wirklich, in beiden Teams, jeder hatte heute schon mal seine Phasen. Also jeder hat heute schon mal mindestens seine eine Runde, genau, um hier im Turnier drinnen zu sein. So, jetzt kann man natürlich wieder weitere Faktoren reinbringen. Ne? Die Seite links sitzt... Ja, das ist ja jetzt ein bisschen Voodoo Humbug. Ja, aber einer, der wirklich schon öfter funktioniert hat. Ja. Und deshalb Maus da auf der vielleicht favorisierten Seite. Und ja, da kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, bringt das einen Faktor, bringt das einen Einfluss oder nicht? Genau. Ich, das wird sich jetzt natürlich dann... Ich denke mal, das sind jetzt eher so Kleinigkeiten. Ich glaube, der entscheidende Faktor gerade bei so einem Spiel auf Augenhöhe ist wieder mal die First Round, wo es auch drauf ankommt. Dann, wie cool man die Ekos runterspielt. Ich denke, dank dem CZ-Update hat man da ein bisschen Luft endlich rausgenommen, dass man wirklich auch sagen kann, eine First Round ist eine First Round, die was bringt, weil man darauf wirklich, wenn man es dann gut runterspielt, dann auch die Folge-Rounds holen kann. Und das wird ein großer Faktor sein. Natürlich wird es auch ein großer Faktor sein, wie jetzt... Spieler wie Chris Jay in das Spiel kommen, wie sie sich jetzt im Finale nochmal etablieren können. Auch vielleicht ein Trouble, der jetzt über seinen Schatten nochmal herausspringt, auch im LAN jetzt mal seine Top 1A-Leistung abrufen könnte, die er im Internet bringt. Das sind halt jetzt so Faktoren. Jetzt ist die Zeit, wo halt auch der einzelne Spieler den Unterschied machen kann. Und ich denke, Spieler, die da das Potenzial haben, haben beide Seiten genug und es ist jetzt nur noch an der Zeit, das zu zeigen. Taktisch sind beide Teams relativ auf dem gleichen Niveau. Ich denke, beide relativ gleich vorbereitet. Jedes Team hat seine Goes, jedes Team hat seine Tricks, seine Smokes, seine Flashes. Da nimmt man sich jetzt nichts mehr im Supergroßen. Höchstwahrscheinlich Mousebots taktisch ein bisschen besser vorbereitet, mehr ins Detail gegangen. Was aber auch dann bei Planet Key halt zur Gefahr werden kann, was ein Team wie Planet Key, was teilweise auch die Runden ziemlich random holen kann, weil es einfach auch unvorhergesehene Spielstile hat und auch einfach Aktionen hat. Was dann höchstwahrscheinlich Mousebots auf den letzten Finals schon kalt erwischt hat. Ja, ich glaube, dass man sich damals bei Maus wirklich zu sicher war, von wegen, okay. Wir trainieren nicht mehr, wir haben das Ding in den. Genau, also es war vorher schon klar, dass Nuki halt aufhören wird. Da hat man sich selbst so ein bisschen drin Druck gemacht, dass man eben mit dem Titel aufhören möchte und so weiter. Also da waren viele Faktoren dabei. Aber nun dürfen wir hier in die Knife Round gehen, meine Damen und Herren. Bitte nochmal einen Riesenapplaus für beide Teams, Planet Key Dynamics und Mousebots. So, nun gehen wir hinein in das Finale. Die Overpass und ich glaube, die Seitenwahl hier wird sehr entscheidend sein. Denn holt man hier diese Knife Round und kommt gut ins Spiel rein, kann man schon mal mit einer sehr starken ersten Halbzeit vorlegen. Absolut, ja. So, und Sound kriegt ihr natürlich gleich wieder voll in eure Ohren. Daran soll es hier nicht scheitern. Ja, mittlerweile wird die Knife Round durch die ganze Map gezogen. Da wird, wie soll man sagen, da darf jeder hat irgendwo sein kleines Privatduell. Und jetzt Star Wars und Next 2&2. Ja. Und jetzt ist nur noch Legia und der hat noch 100. Aber der wird da einfach getag-teamt. Ja. Da kann auch mal, da wird auch mal kein Balkantanz mehr ausgepackt. Da ist er jetzt einfach auch am Ende weg. Also Star Wars hat ja auch 100, von da schwierig zu machen. Planet Key Dynamics mit der Knife Round. Starten hier auch auf der 10. Seite, das ist ebenfalls klar hier auf Overpass. Ja, und wenn Planky hier wirklich gut ins Rennen kommt, dann kann das hier gut und gerne so ein 10-5, 11-4 werden. Absolut, ja. Und so hoch dieses Halbzeitergebnis dann aussehen mag, es ist natürlich Overpass. Also auch ein Mousebots kann dieses Ergebnis in dieser zweiten Hälfte rausspielen. Aber man hat zumindest schon mal diese psychologischen Vorteile. Man ist nicht mit dem Rücken zur Wand, sondern man hat seinen, man hat schon mal sein Soll erfüllt, sein Muss, sagen wir mal so, und kann dann natürlich ein bisschen motivierter. Hat dann auch, wenn man da mal eine Runde verliert, immer noch gute Punkte auf dem Konto, um cool zu bleiben, um das sicher runterzuspielen. Und jetzt geht der Countdown zum Start. So ist es. So, die große Frage, werden wir hier im Finale wieder einen Knife-Kill sehen? Ne, letztes Mal Trouble Chris J. geknifed, das war der perfekte Knife. Ja. Denn wenn einer da so angefressen ist und rage, dann ist es auf jeden Fall er. Und das hat noch einige Runden danach gezerrt an ihn. Ja, oder die Frage, ob man vielleicht diesen Revanche-Knife quasi macht und da versucht halt Trouble zu knifen. So. Aber Piste geht los und man kommt über Untergrund, man wird Mitte anspielen.
Und da sind Stavros und Nex. Beide sofort zurückgeschoben. Ja, ja, haben da auch schneller Rush über den Contact gehabt. Jetzt muss Nex am Spot auch gut stehen. So, und das neue Overpass, die Bombe kann man sehr weit vorne legen. Boah, schöne Shots schon da gegeben. Ja, und Nex auch nur noch mit 7 ja, HP auf dem Buckel. Geht davon aus, dass sie in der Smoke legen müssen eigentlich. Ja, wir legen auch Alu, der Plant geht durch. Ja. Man kommt hier auf jeden Fall erstmal weg. Nochmal gute Hits und zwei Spieler sind Alex super low. Auch noch eine Smoke, kann eigentlich noch viel machen. Sollte seine Smoke noch loswerden, bevor er stirbt eigentlich. Löst wahrscheinlich die Bombe einsmoken. Gut gemacht eigentlich. Ja, da sie wissen natürlich genau, ja, wo gelegt ist. Da wird einfach durchgedrückt, da kann man jetzt nichts mehr groß dran ändern. Oh, oh, Maus überlebt mit 4 Mann und Nuki da direkt erstmal Vollgas gegeben. Ja, der hat Hunger. Der will, der muss, der soll. Der will sich den Titel jetzt noch mitnehmen. Wer will, der kriegt. Ne? Wenn das mal so wäre. Also, First Round, damit geht's hier im Finale schon mal gut los für Gegen Maus. Gekauft von Planet Key direkt. Trouble mit Pumpgun. Aber da unten hat er keinen Contact bisher. Muss warten, bis sie reinrennen. Maus, wie es langsam bekannt wird in den Anti-Ecos, immer sehr langsam, sehr diszipliniert, sehr cool. Warten eigentlich auf den Fehlern, auf die Fehler der Gegner erstmal. Da hat Legia direkt angeklingelt beim Alex. So, jetzt Stavros, Mitte nichts gesehen, aber Nuki steht noch rechts. Ja, Stavros kriegt den Kill, Chris Jacob bekommt nicht den Reflect drauf. Ja, schön, schön, aber dass er auch erstmal direkt hinterher. Ja. Tapsen, kleinere Mühe da. Kann da nicht mehr rausholen, hat noch ein bisschen Zeit rausgeholt. So, und jetzt Alu gegen Trouble erfolgreich, gewinnt das Duell. Ja, Trouble da mit bisschen Pech im Timing. Struck sie jetzt auch langsam auf dem Verschiebergleis. So, und Alu. Alle wartet da ja perfekt jetzt. Und Nex. Ja, kann er zumindest noch einen Shot setzen? 21 HP bei Alu. Strupsi, Legia wird damit nicht rechnen, anscheinend. So, das war der Headshot. Chris J. Oh, auch noch fast gefallen. Ganz knappes Duell. So, so und. Chris J. bleibt natürlich bei der. Ja. Ist so. Ist so. Word. So, und Planet Key zu dritt diesmal in der Mitte. Stavros direkt wieder Untergrund gegangen. Der ist wild, der will's wissen. Und Mousebots nach wie vor langsam im Aufbau hier. Jetzt kommt ein guter Push gegen Legia. Der ist der Mann ohne Waffe. Ja. Der ist am Tanzen. Das ist und beide, ja, haben da die, beide sind da Reload drin. Gucken sich beide an so. Ja, was machst du jetzt? Ja. Was machst du denn jetzt? Ja. Legia da wieder auf der kroatischen Hochzeit gewesen. Hat da auch wieder das Tanzbein geschwungen, damit man ihn nicht treffen kann. So, Chris Jay alleine gestorben. Ja, das hast du gegen Trouble verloren. Und Trouble wurde da. Legia. Ja. Hat ihn gespottet. Genau. Und Nex kann zumindest noch einen Frag setzen. Kriegt jetzt eine Atombombe. Aber noch frühzeitig den Kopf eingezogen. Ja. Oh, Tapsen muss da jetzt nicht unnötig facen. Der ist low. Genau, jetzt kann Nuki das den Sack zumachen. So, jetzt wichtige Runde. Jetzt so, jetzt beginnt das Spiel. Ganz genau. Zumindest für Planet Key Dynamics, die jetzt vielleicht die erste Runde auf ihr Konto holen können. Genau. 5x4, alles so gehabt. Wir hören mal direkt in diese ersten Equip rein bei Mousebots und sind ja so lange ruhig. Trouble likes to be. Hey, likes to stay off. If they smoke fountain, they are underground for sure. Hey, broken anyone. They didn't smoke, so watch out. Maybe they play toilets. Can you flash one? Wait. I'm flashing arrow. I won't go. I'm just... Hey! Nothing there. I think they play defensive, full defensive. You want to peek long with your AWP, Chris? Yeah, we can do it. I can flash as well. Wait, Planet Key mit einem
Tower auf dem Spot, genau. Treiber hat dann mit kompletten Fokus auf die Tür und komplette Übersicht über die Tür. So, Stavros defensiv in der Banane, wartet, bis da was passiert. Sehr defensives Spiel. Maus muss, nimmt es aber ganz sicher ein, nicht überhastet, wie man es vielleicht bei anderen Teams sieht, die dann einfach diesen, die davon einfach ausgehen, dass die CTs dort defensiv spielen. So, Chris J. Stavros, das ist jetzt ein wichtiges Duell, wer das für sich entscheiden kann. Ja, Chris J. eigentlich mit der kompletten Nachteilswaffe zumindest erstmal. Und er hat ihn gespottet. Ja, aber verliert. Stavros hat das Duell gewonnen. Verliert das Duell. Wichtiges Duell. Wird jetzt ansagen, dass Banane frei ist. Sollte aber damit rechnen eigentlich, dass er schon abgeaimt wird, davon tapsen höchstwahrscheinlich gleich. Ja, das genau. Wäre natürlich die Überlegung, ob man da halt pusht, genau. Und Lega kommt von hinten. B-Spot hat er zumindest erstmal ein bisschen Damage gemacht. Währenddessen auch Stavros gefallen. So, nun Next. Und es wird wieder direkt in der Smoke geplantet. Next kriegt einen, kriegt zwei. Sehr schön gespielt von ihm. Und dann ist es nur noch Nuki und der wartet hier auch noch close. Wird aber gesehen und Next wird nochmal den Sack zu. Ja, sehr cool geblieben von Next. War sich eigentlich dessen bewusst, dass sie gerade in der Smoke liegen, aber wartet einfach auf den Fehler der Spieler, die dann mit dem sicheren Plan schon mal sich die Posi wechseln wollten. Und hat dann einfach für sich drei einfache Kills gehabt. Sehr wichtige Runde für Planet Key jetzt. Da kommt die HP-Abfrage. So, also erste Equip geholt, Mausbots. Ja. Trotzdem nochmal mit Waffen unterwegs. Genau. So, alle bis auf, doch Chris J. hat jetzt auch noch gelegt. Hat lange gedauert, der Einkauf. Aber für sehr aggressiv halt am Ziel, nicht problematisch. Trouble zielt damit der AWP ziemlich aggressiv. Ja, aber Stavros covert ihn, aber doch. Ja. Next auch noch dabei, der Abgang checkt. Und so ist Tapsen. Ja, nur ein Mini-Step gemacht, um zu checken, ob da was ist. So. Die Info hat dann jetzt bei Mausbots trotzdem weiterhin langsamer Aufbau. Stavros weiterhin Banane für sich safe. Das Duell gegen Tapsen, verliert das Duell gegen Tapsen. Traveler übernimmt den Park. Aber Mausbots weiterhin über Mitte Kontrolle und Legia super defensiv da vom B-Spot. Da spielt dann nur die Position, dass. Wenn wir es wahrscheinlich nicht damit rechnen, dass Traveler danach gepusht ist, ist eigentlich ein sehr guter Move von ihm. Kann jetzt auch Banane schon mal ausschließen. Sollte damit eigentlich seinem Team kleine Informationen geben, dass es höchstwahrscheinlich nicht A wird. Wie man auch sieht, Alu mit Chris J warten hinter der Tür nur mit der Bombe. Schießt, aber hat er genug Zeit, nochmal den nächsten anzuheben. Jetzt geht es aber trotzdem den B-Go. Und Alex, er steht gegen Legia. Struxi. Ja, Lalu auch jetzt richtig low. Viel Damage gemacht. Schön, und ja. Sehr, sehr gut aufgepasst von Alex R. Ja, sehr gut verschoben auch von Trouble. Er konnte ansagen, dass es sehr wahrscheinlich ein B-Go werden muss, da er die Banane komplett frei hatte und auch noch einen Frag gemacht hat und eigentlich absolute Kontrolle über den B hatte. Somit konnten sie die ganze Zeit trotz des First Frags konnten sie dann so zu zweit B stehen. So, Mausbots in die Eco gezwungen. Planet Key mit der Möglichkeit, hier das 3-3 klar zu machen. Und Mausbots gerade überall gesplittet, wenn wir da mal in die Overview schauen. Überall unterwegs. Und das Endziel soll auf jeden Fall wieder A-Spot lauten. Ja, da wird Next gleich aufräumen können. Sharestrake. Zieht sich auch erstmal ein bisschen zurück. Stavros, Nuki sitzt in der Bugsmoke. Ja. Und jetzt ist Next alleine, muss jetzt irgendwie halten. Wird komplett mit einer Flash übergast. Das ist sehr schlecht gerade. Und Trouble auch off guard gepickt worden. Und Struxi, Bank auch schon eingenommen. Er hat auch noch gesmoked jetzt. Alu mit der Awe. Perfekte Granate halt, dass man da noch eine Smoke hat. So, Chris J down.
Jetzt Alu und kriegt von hinten Besuch. Es war Blindstroxy. Kriegt ihn aber nicht und jetzt muss jetzt muss es Luki da irgendwie richten, aber kriegt es nicht. Kriegt sofort eine Schelle rein und Stroxy, der Diffuse, ist da. Ja. Geht durch. Diffuse geht durch. Steph geht noch gerade. Das war, lag auch in seinem Weg. Ansonsten, wenn er das noch hätte irgendwo picken müssen, dann hätte es nicht mehr gereicht mit der Bombe. Ja, absolut. Gerade auch gut zu sehen. War gerade hier im Stream. Fatih nochmal André sofort auf die Schulter gedrückt. Hat ihm damit das Gefühl gegeben, passiert, weil André hätte das. Also Nuki hätte das weitaus intelligenter und mehr auf Zeit runterspielen können. Ja. Und hat damit die Runde eigentlich erst eröffnet mit zwei wunderbaren Frags, aber sie dennoch dann verschenkt am Ende. Sowas muss man dann einfach auch vergessen und abprallen lassen. Und das darf man nicht in sich jetzt reinfressen und sich da vielleicht einen Vorwurf machen. Ja, dennoch war es eine extrem starke Eco da von Maus. Absolut, aber... Und Trouble, schöner Pick hier gegen Chris J. Bombe ist down, er kriegt den nächsten. Und Max ist da und covert ihn raus. Guter Security. Und direkt erstmal 5 gegen 3 Überzahlsituation. Ja, absolut. Liga versucht jetzt ein bisschen im Alleingang was am B. Hat Stroxy gesehen, macht Stroxy. Und Alex eher auch down. Boah, Trouble aber wieder mit der ist gerade überall. Richtiges Positioning. Das hätte sehr schlimm ausgehen können, wenn Trouble da jetzt nicht so gut verschoben wäre. Trotzdem will man da auf den B-Spot drauf. Ja. Und Stavros jetzt auch schon mit dabei. Ja, jetzt hat man komplette Kontrolle. Trouble könnte jetzt hat das Timing-Pech. So, aber Nuki zeigt sich. Und schön von Trouble. Gibt's das Ace? Boah, schade. Nein. Sehr schade. Das ist ihm vergönnt. Das ist ihm vergönnt. Nuki, jetzt die Runde kann er noch holen. Das ist... Das ist machbar, aber beide sitzen da oben. Ja, aber das ist genau das, ob er jetzt mit Max schon so close rechnet. Nein, er legt sogar relativ offen. Boah, Max bleibt sogar cool. Hätte sogar rumziehen können, aber zieht es ganz cool durch. Sehr schöne Runde von Trouble. Überlässt ihm da die Bombe, lässt ihn den Plant und versucht halt auf Timing dann rumzugehen, wenn er wegmoved. Absolut. So oder so wäre es gut gespielt gewesen. Also alles richtig gemacht. Runde secured. Sehr schöne Runde von Trouble. Auch viel durch Positioning. Ist ja jetzt nicht bekannt dafür, dass er die super Awe ist, sondern einfach über reines Positioning die Runde entschieden. Hat gut verschoben nach den Frags, guten Fokus gehabt und damit den 4K gesichert. Ja, und somit auch das 4:3. Jetzt hier schöne Pose da von Nex. Aber Mausports macht einfach mal Rambazamba, schneller Goal auf dem B. Also sicherlich auch mal eine Variante, die man hier einspielen kann. Stroxy aber wieder gut gemoved, schöne Smoke gebracht, sich selbst. Holt noch viel Zeit eigentlich raus. Maus eigentlich noch, hat ein bisschen zu wenig Bizeps für die Flash. Jetzt Maus muss jetzt noch absmoken. Ach, Chris J. Starker Frag von ihm. Und jetzt ist es Next alleine. Chris J. Fällt nicht, weil Tapsen gut aufpasst. Und ebenfalls durchpusht. Sehr schade. Da hätte, wenn Stroxy da noch einen Kill macht gegen Chris J., kann er wieder Dev gehen und das wäre eine wichtige Runde. So, aber da siehst du, wie eng diese Runden davor waren. Planet Key Dynamics 4 Runden in Folge geholt und trotzdem muss man jetzt hier in die Eco gehen. Ja, Forst aber. Ein weiterer Forst bei. Ja, und das eigentlich nicht so notwendig. Ja, man will den Seitenvorteil halt nicht so sehr verschenken mit Eco-Runden, was natürlich... im Nachhinein teuer werden kann, aber... Aber das wäre wahrscheinlich das Bessere gewesen. Der Mausbots hätte nächste Runde auch nochmal Geld zum Forcen, um da mindestens 3 Waffen klar zu machen. Stavros, bisschen Rädchen gehabt. So. Wie gehabt, Mausbots ganz kontrolliert. Legia wartet da einfach nur ab, bis ihm was reinrennt, vor die Flinte läuft. Ja, Stroxy zeigt, dass die CZ immer noch eine Waffe ist, die funktioniert. Hat er auch nochmal einen guten Trouble, Hit. Jetzt nochmal ein Hit gesetzt gegen Nuki. Da gab es einen HE-Austausch. 2 Low bei Maus, aber Maus jetzt mit Volltempo auf den anderen Spot. Stroxy kann es vom Timing her noch absolut abpassen. Und vor allem, er hat noch eine Nate und einen Molly. Geht sogar noch zur Bank, wird aber abgesmoked. Gucken, was er da mit dem Modi oder vielleicht mit der Nate noch anrichten kann. Das ist jetzt cool.
Ja, ein Trouble hat halt low AP. Boah, schöner Bang. Schade. Ja, schade, wenn er da halt noch die Nate rausbringt oder den Molly zumindest. Ja, das hat er, genau, da hätte man noch ein bisschen was rausholen können. Ja, weil Trouble hatte Low, der kann halt nicht viel reißen da von dieser Position. Also Struxi ist derjenige, der da halt reagieren muss. Ja, und Molly oder Nate gegen Spot hätte auf jeden Fall den Bombland verhindert. Ja, und dann wäre 2&2 mit HP relativ identisch gewesen. Ich glaube, Struxi hätte auch sogar etwas aktiver spielen können, weil sie eigentlich nicht mit ihm gerechnet haben. Besonders weil auch noch eine Smoke lag. Hat er eigentlich sich eine sehr gute Posi erspielt. Somit leider nicht aufgegangen und Runde für Maus. So, Maus jetzt schnell auf dem B. Also jetzt ist halt die Runde, die man eine Eco spielen muss. Genau. Ja, und die wird einfach halt aufgeräumt. Ja, die wird einfach überfahren, kann man sagen. Überrollt. Und Nex alleine. Ja, ist noch ein bisschen am Rauch inhalieren. Geht nochmal oben rum, probiert nochmal, ob er ein Duell kriegt. So, gegen 4, viel Spaß. Jetzt steht er offen und ist halt komplett zu sehen. 3 for all, mein Freund. 6. Runde für Mausboard. Ah, Planet Key. Kit wäre gut, ein Kit. Ja, schlecht facen, Alter. So, hören wir mal rein bei Planet Key. Ich spiel jetzt auch die Runde, Joe, ja? Ja, mach was du willst. Boom, Henny. Jo. Chris J sehr schnell. Irgendwo Flashes? Gut Ablenkung. Springen kannst du noch höher, ich bin geduckt oben. Ja, bitte. Chris J schon sehr weit vorne. Ich weiß nicht, ob damit gerechnet wird. Nein, Next komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Hat gar nicht gerechnet. Ja, wir müssen den Turm A absmoken. Ich werde dann Alufläche holen. Irgendwie blocken noch, sonst müssen wir schieben. Kommunizier bitte. Wir versuchen B aufzugeben. Ein Smoke für A oder nicht? Ja, ich bin aber off. Weg. Ja, dann ist GG. Dann lass schieben oder nicht? Ey, Mann. Ich geh jetzt B off, hier ist frei. Der steht da. Hier ist frei, hier ist frei. So, und jetzt gucken wir mal rein in den Star Wars. Hat ja, einfach keine gute Position für kein Backup. Timing war nicht gut, ne? Zieht halt gerade komplett nach links, war halt gerade so ein bisschen sich unsicher, von wo was kommt. Aber zumindest vom Timing her alle rechtzeitig noch kann geschoben. Kann auch nichts mehr machen. So, Struxi bekannt in der Bank. Ja, hat schon die Bombe gelegt. Und Alex, so, Alex R. braucht noch ein Stück. Hat aber eigentlich eine gute Position. Boah, aber Chris J. Tech 19 da einfach durch die ganze Map weg. Tapse, Nuki, Struxi ist da. Pflückt dann nochmal viel Geld gerade. Aber da macht Alu schon hinten zu. Alu ist da, aber Runde hat trotzdem ein bisschen Geld gekostet, aber Mausbots hat natürlich auch gerade das Geld. Ja. Und Planet Key Dynamics eigentlich nicht. Und egal wie wir es drehen und wenden, Mausbots hat jetzt schon 7 Runden auf dem Konto. 4 aus dem Spiel heraus, 3 durch die gewonnene Pissaround. Und das ist eben viel. Auf Overpass schon mal eine Nummer, keine Frage. Das ist viel. Und jetzt Trouble alleine am B. Smoked und schiebt weg. So, Alex ist jetzt auch mit dabei. Und man hat nur noch eine einzige Smoke bei Planet Key. Und die hat Star Wars. Ja, eben zu zweit jetzt alles wieder offensiv ab. Gewohntes Bild in der Anti-Eco bei Mausboards, lassen den Gegner ein bisschen spielen, lassen, ja, gehen einfach davon aus, dass die Zetes auf einen offensiven Pick irgendwo gehen wollen, dass sie irgendwie was machen wollen. Und jetzt Alex R. kann da nix holen. Tabs in Low geschossen. Und Alu spottet da noch nix. Jetzt komplette Rotation natürlich von dem CT-Team. Klar, aber rundes. Eigentlich safe, aber schöner Tower noch, ja, aber da kriegst du halt auch einen Headshot. Gedankt, genau, da wird man, da sieht man nur das Gesicht. Und Star Wars ist jetzt auch im Käfig gefangen, kann dann nichts weitermachen. Ja, außer Chris J läuft ihm dann natürlich in die Arme. Aber nochmal ein Molly rein. Ja, probieren einfach noch eine Waffe zu fangen, aber da wird gleich die eine oder andere, ja, da wird komplett eingenommen. Ja. Jetzt Trouble, da in der Smoke. Absolut, ja.
Ja, gutes Spiel vom Haus, ne? Man will halt einfach ganz nur noch diesen einen Track haben. Auch gut von einem Tapsen, der sich einfach am Ende der die ganze Runde nur noch hinten aufhält, der dann nichts mehr riskiert, keine Fracks mehr machen lässt oder so. Ist low gewesen von Anfang an der Runde und will die Waffe einfach nicht riskieren. Dafür ist das Money Polster viel zu gut und viel zu wichtig, gerade beim Mausbots. Da muss man jetzt nicht verschwenderisch wirken. So, Trouble hat zumindest die Arbe durchgebracht. Alex, er jetzt mit Autosniper unterwegs und die ist gerade auf Overpass wirklich eine gefährliche Waffe. Ja. Eine nette Pose wurde zwar verändert für die Autosniper, aber nach wie vor. Maus gibt Gas auf B. Und Alex, er klingelt da an, aber wird sofort zurück angeklingelt. Da haben beide Seiten sehr gute Manieren. Stuxi da sich gerade verhüpft. Ja, aber. Kriegt aber trotzdem den Frag dadurch. Ja, hat er den zweiten. Nuki down und das war die Bombe. Hat er noch ein bisschen Backup von der. Ja. Next jetzt auch schon da. Jack kriegt jetzt was ins Gesicht. Nein, ja. Moved es sehr gut. Ah, holt aber den Frag. Noch zwei dort. Oh, die Runde kann er holen, das ist gefährlich, aber. Nicht mit Star Wars. Macht die Runde das safe. Ja. Haben sie die Autosniper von Alex R. geholt? Autosniper haben sie, glaube ich, nicht geholt. Konnte noch eine AWP ergattern. Ja. Star Wars im Stehen guckt er da einfach übers Holz rüber. Dafür ist er ja nicht umsonst bei 1,3 Meter. So. Der braucht auf keiner Map einen Boost. Tapsen kriegt jetzt, glaube ich, eine Flash, damit er das spotten kann. Einfach aufgrund der Tatsache, dass Trouble dort mit der ABP schon mal zwei Frags geholt hat, ist Maus dort einfach besonders vorsichtig, nimmt die Sache jetzt nicht mehr auf die leichte Schulter bei solchen kleinen Posis, sondern ja, und an anderer Seite wiederum wurde man halt noch nicht gepunished und da wurde die Lücke gefunden. Sehr schön dann gespielt. So, wenn es Park, ne, delayed, wollen sie doch nicht einnehmen. Hätten da eigentlich das Timing gehabt. Ja, oder einfach Angst vor der AWP gehabt, die da schon zugeschlagen hat. Bewegen sich jetzt langsam Richtung B. Planet Key da mit dem Tower, der jetzt nicht mehr notwendig ist. Gegen 4 kann man auch einfach das ohne Probleme runterspielen. Gehen wir jetzt mal vom Worst. Zumal dieser Tower eben schon bekannt war, ne? Ja. Also sie haben ihn schon mal gespielt. Gehen wir vom Worst Case aus. Struxi kriegt jetzt sofort ein gutes Gesicht, weil man nur den Kopf sieht. So. Ja, gute Nacht wir's. Und der Spot so, ist offen. Jetzt gucken wir mal, was eintrifft, wenn du den Satz fortgeführt hättest. Ja, höchstwahrscheinlich das, was jetzt auch eintreffen wird. Maus hat den ganzen Spot geschenkt bekommen, aufgrund einer sehr, sehr schlechten Position von Planet Key Dynamics. Und sind jetzt halt... Retake wird auf jeden Fall schwierig, so viel steht fest. Ja, absolut. Ist der Flash dann nochmal gut eigentlich? Frag höchstwahrscheinlich wollen sie die Bombe gleich haben keine Smoke mehr zum Bombe einsmoken, müssen also eigentlich auf Frags gehen hier. Ja. Ja, und Nuki holt sich einfach nur den Planter. Ja, das ist ärgerlich, das darf nicht passieren, das ist, Charlie probiert da nochmal die ganze Trickkiste auf einmal rauszuholen. Ja, Ja, aber Mausbots weiß das natürlich, damit rechnet man. Und ja, jetzt für die letzte Runde wenig bis kaum Geld vorhanden bei Planet Key Dynamics. Ja, Alex, er dann mit der Autopump will er die Bank überfallen, ist wahrscheinlich. Ja, das könnte jetzt zu diesem 10-5 kommen, das ich angesprochen habe. Absolut, hast du auch ganz genau so gemeint. Nur für die Seite. Ne? Da haben wir uns, hast du dich ein bisschen vercoint. Ja. Ja. Naja, das sind Sachen, wenn sie das selber mal in der Demo dann anschließend sehen, werden sie sich selber ärgern. Aber ja, das stimmt das dann nicht. Das wissen sie wahrscheinlich jetzt schon, dass die Entscheidung mit dem Tower nicht so optimal war. Ja, ich meine, die Entscheidung anfangs war gut, aber nach so einem First Track muss man den Tower einfach direkt abbauen und Standard spielen. So, weil das war eine Posi, die geht halt auf einen Track höchstwahrscheinlich und dann auf Retake. Und den macht man halt, wenn man ein ausgeglichenes Spiel hat, aber nicht, wenn man die Oberhand hat. Die Vorder-Oberhand sozusagen. Genau, kennt man ja auch beim Boxen. Next konnte jetzt, hat der zwei Spieler eigentlich gut gesehen, aber konnte sich nicht ganz entscheiden, wo da drauf geschossen wird. Und, ja. Ja, Legia ämter auch ab. Der ist nicht weit vom Spawn bisher gekommen. Mit dem Tower, das ist jetzt mal ein neuer für Maus. Den hat Planet Key schon mal gespielt, aber da wurde er nicht gesehen zumindest. Absolut. Und hat auch, ja, auch einen mit gemacht den Banks und Nuki viel Damage gemacht. Boah, Stavros, gutes Timing, gut nachgepusht von ihm. So, hat Maus komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Okay, Struxi kommt jetzt von hinten. Ja. Boah.
macht den Frag schwerer als nötig für Struxi, dass Crusader einfach aufpasst mit solchen Sachen. Ah, Trouble jetzt ein bisschen veraimt, hat kleines Rad da. Ja, aber die Runde ist schwer für Legia zu holen. Ja, muss jetzt auf jeden Fall für eine Seite mal entscheiden. Boah. Und nicht für CT offen stehen für Sniper Nest. Ja, sehr gute Runde von Stavros, hat da nochmal am Ende gezeigt, was da geht. Und ja, wenigstens noch das 9-6 rausgeholt, ja. Was jetzt also zumindest nicht das abgewendet, aber es wird trotzdem schwierig, diese zweite Hälfte. So viel können wir hier auf jeden Fall schon mal sagen. Also Planet Key Dynamics brauchen auch diese Pistol Round jetzt hier auf der T-Seite. Absolut. Alles andere wäre fatal für sie. So, und jetzt hören wir mal rein, was Planet Key hier zu besprechen hat. Was machen? Ist gefährlich gegen so ein Crusader. Der spielt nicht so. Hat lang Contact, hey, Alter, ganz ehrlich, Mann. Einfach, weg, der Sommer, Mann. Wollen wir nicht lieber gasen, Alter, dann direkt? Okay, dann gasen wir, dann kaufe ich Nades. Dann müsst ihr gut springen halt, ne? Damit ihr keinen One-Shots in einen. Geh mal kurz, ja, direkt. Damit einer. Ehrlich? Ja, der erste. Der Rest lang. Ich lang. Okay. So, also, zweite Halbzeit geht weiter. Und jetzt kommt immer ein bisschen Planet Key Dynamics hier zuhören. Und es soll direkt mit Gas auf den B-Spot gehen. Jetzt wichtig, was Tapsen da rausholen kann. Oh, Sound kriegt ihr auch gleich natürlich wieder, keine Frage. Ja, Tapsen komplett überfordert. Auch auf sich alleine gestellt, konnte nicht viel rausholen. Jetzt so, Nex ist da wirklich. Ja, der steht da bitter, aber. Ja. Haben wir auch schon komplett verschoben und. Und Struxi versucht jetzt nochmal von hinten aufzumachen. Oh, wichtiger Frag von Legia, sehr wichtiges absolut. Duell. Absolut, und Star Wars mit 10 AP. Kann da. Ja, jetzt von allen Seiten halt. Legia hat was gesehen. So, sieht ihn. Ja, schöner Um, ja. Ja, gutes Opening eigentlich davon, dass das Tapsen sofort gefallen ist, aber Maus sehr, sehr schnell verschoben. Ja. Und vor allem gute Position dort an kurz gedoppelt. Ja. Also zumindest die Seite dann zugemacht, wenn man eben eine offen hat. Richtige Entscheidung von ihnen. So, Maus auch mit drei Mann direkt offensiv in der Mitte. So, getoppelt sofort. Oh, Legia mit richtigen Problemen. Oh. Und Tapsen stürmt da die Tür, kriegt ja noch den Frack. Alex, er. Aber 3 gegen 3 Situation nur. Jetzt Nuki mit dem Kill, 3 gegen 2. Und Star Wars schon super schnell am A. Ja. Und Chris J ist. Ja, eigentlich jetzt müsste er langsam. Ja. Chris J hat ihn höchstwahrscheinlich gehört. Boah. Trotzdem nicht ganz so leicht gewesen, der Kill. So, und Struxi gegen 3. Ja, da darf keiner mehr sein, das wird angesagt. Boah, dafür jetzt eine Gewaltschelle. Schöner Shot hier von Chris J. Yep. Ja, und Planet Key. Ja, man hat halt wieder diesen Force-Ball gemacht. Der sah auch nicht so schlecht aus. Ja, aber sieht jetzt dafür umso schlechter aus. Absolut. So, da ist, ja. Also der Gameplan läuft gerade gegen sie. Ich meine. Und Mausports immer wieder zu dritt hier am A-Offensiv. Ja. Und wenn das weiter so gespielt wird und Planet Key dahinter kommt, dann kann man halt mal relativ schnell und einfach den B-Spot überrennen. Und Maus jetzt mit 3 Mann hier am B. Alex R. wurde schon gespottet, ja. Nex auch gesehen jetzt von Tapsen. Ja, auch da wird nochmal ein Tower gebaut von Planet Key. Ja, da wird an allen Seiten, da wird ein bisschen durchs Holz geschossen. Ja, Tapsen macht gute Hits. Davos gibt da auch noch. Ja. Und dann ist also da, flawless round hier für Maus und jetzt wird hier direkt die Pause gecallt. Hat also, der Typ eben auch an deinem PC, glaube ich. Nein, was war der hier? Okay, es sind wohl eher PC-Probleme. Also Alex, ja, ne? Ja, ich habe auch die ganze Zeit Mega-Lex. Also kein Timeout, sondern Pause. Aufgrund PC-Probleme. So ist es. Gucken, ob hier FPS wieder. FPS droppen bei mir mega runter. 30 FPS. Was auch FPS Max 200, ist dein Ernst? Was immer noch keine Entschuldigung dafür ist, dass die FPS runterdroppen. An den. Experten dort.
Wenn es der PC von Alex R. ist, der hatte ja schon heute mal vorher, der PC hatte schon mal Probleme bei... Ja, bei Streamen. Und auch bei Toni davor. Genau. Ja, dann... Ah ne, Streamen nicht, Toni war es, genau. Genau, heute ja. Morgen. So, ja. So, hören wir mal bei Mausbots rein, ob die noch was... zu sagen haben. Genau. Aber man chattet da und... It fucks up my coin. Das gefällt dem Trubel wie dein Penis. Ja, wie soll ich sagen, du bist, was solche Wörter angeht, bist du ein ganz schöner Hunter. Also ich habe heute auf jeden Fall ein richtig gutes Timing. Lag. Ja. Oder anders gesagt, bei Mausbots wird nichts anderes gesprochen. Ja, kann also, auch sein, ne? Also. Ja, da haben schon mehr Fokus auf dem Thema als, naja. Scheint Ihnen auch gut zu gefallen. Ja. Und da sind Nico wir Lega. Freut sich auch immer noch, Lega, ja. Die Hand ist auch schon on fire. der Blick, der was sagt auch einiges. Was hat er für ein Wackeldackel da in der Hand? Also Gummipeitsche von der Tastatur. Ach so, naja. Ja. Also Alex R. und Stavros zumindest in-game raus. Und jetzt wird hier ein bisschen was gefixt. Cartman hat da die Augen... natürlich auf und ganz weit auf den Monitoren. Ja, eigentlich auch der perfekte Moment, mal die eine oder andere Sache durchzusprechen bei Planet Key, aber... ja, ein bisschen runterzukommen zumindest. Ja, das ist um ja... also aus dem Fokus zu holen. Ja, das ist... Trouble ist ja gerade schon im Gartenliegestuhl, so ist es ja nicht, aber also eigentlich sollte man jetzt halt die Zeit nutzen, dass man dafür keinen Timeout jetzt nehmen musste, um die Probleme, die man ja eigentlich gerade im Spiel hat, ein bisschen zu besprechen. Absolut. Ja, vielleicht kannst du uns ja die ein oder andere Geschichte erzählen, was da jetzt nicht so richtig läuft. Wobei man sagen muss, ne, wir haben halt noch keine Equip gesehen, genau. Also geht ja jetzt erst mehr oder weniger los. Genau. Aber zumindest kann man vielleicht schon mal analysieren aus Sicht von Planet Key, wie Mausbots da steht und wie Mausbots spielt. Und das ist jetzt halt die Frage, ob Planet Key da schon dahinter gestiegen ist, dass Maus gerne mit drei Mann erstmal Mitte Kontrolle hat, genau, und nur zu zweit am B ist. Ja. Wo man dann anfällig ist, was Schnelles gegen den B zu kassieren. Absolut, ja. Also ein sehr beliebter oder guter Go gegen eine Zwei-Mann-B-Deckung ist halt die ersten drei beispielsweise über kurz zu schicken und zwei über lang. Ganz genau. Ne? Also, wenn man mal so viel so kreativ sein darf und zu hoffen, dass vielleicht Planet Key sich die eine oder andere Demo oder das ein oder andere Spiel vom Mausbots angeguckt hat, sollte das ja auch schon von vornherein bewusst gewesen sein, wie Mausbots steht, wie Mausbots spielt. Und es sollte auch bewusst sein, dass Mausbots für die Finals da nichts mehr dran ändern wird groß, sondern dass das Spiel so, wie sie spielen, bleibt und dass das steht und vielleicht die eine oder andere Variante mal im Spiel bringen, aber so der Standardaufbau steht und man eigentlich dann davon ausgehen kann, dass Planet Key dann von Anfang an eigentlich so ein Call, wie du gerade angesprochen hast, einfach mal bringen muss. So jetzt nicht groß da hier die Antast-Variante, sondern genau das, einfach auch mal jetzt, ja, eine wichtige First Round, da muss man dann in dem Sinne auch mal was riskieren. Aber dem gegenüber steht halt ein Planet Key Dynamics, die nach der Dreamhack nicht mehr viel getan haben. Ne? Also. Ja, absolut. Das ist halt die andere Geschichte, ne? Dann kommt es ja, dann spielt es ja umso mehr in die Karten, wenn man einfach mal einen Spot rusht, wo jeder eine random Granate schmeißt. Ja. Ein, zwei Fixpunkt-Smokes haben sie im Team, so, dafür haben sie die Map schon oft genug besprochen und ich denke, dann passt das so overall für sie auch. Ist natürlich jetzt die Frage, was da angesagt wird, dass ich kann da nicht in die Köpfe reinschauen. So, und Planet Key Dynamics wieder vollzählig auf dem Server. Cartman auch schon rüber in sein Admin-Loch, um da die Pause rauszunehmen. Und dann geht's gleich weiter. Ja. Ja, es hängt auf jeden Fall ein schwarzer Vorhang davor. Also, was hinter dem Vorhang passiert, das bleibt dahinter. Ne? Absolut, was da sich überhaupt noch verbirgt. Leute, vielleicht sehen. Vielleicht können wir jetzt nochmal ins Teamspeak von Mausbots rein. Ne? Und dann hören wir, was hinter dem Vorhang ist. Dankeschön. Hättest du jetzt gesagt, Gedankenlesen wäre besser gewesen. Nein. Ja. Da wollen wir mal jetzt nicht zu tief in die Fantasiekiste greifen, aber das hätte schon. Naja, lassen wir das Thema. Oh, ist das okay? Der Track? Nee. Echt nicht. Was kostet das Knife, André? Das da? 180 oder so. Nee, mit Star Trek kostet es so viel.
Ja, André, der Experte für Skins jeglicher Art im Team. Import, Export von CSGO-Skins ist André eigentlich ganz groß im Business. Ja, Iber Smoke. Wer das eine oder andere Mal auf den Stream geguckt hat, hat das ja gesehen, dass das Inventar aus allen Nähten platzt, was Knives angeht. Ja. So, der hat da ja, mehr Knives in seinem Inventar als ich zu Hause in der Besteckschublade. So, Pause ist noch nicht raus. Ne, gerade bin auch noch mal rausgekommen aus dem Separé. Also, Hose war noch an, das, so viel können wir verraten. Kopf war aber ein bisschen rot. Nee, aber er hat gerade den Spielstand restored, damit natürlich das Geld alles wieder da ist. Ja. So, sieht gut aus und jetzt Plant Key mit der ersten Equip Round. Und solange mich hier Alex nicht blockt, hören wir mal rein. So, werde ich halt sogar vor den Smoke poppen. Ja, ich kann auf keinen Fall. Trubel immer sehr motivierender Ton. Was kannst du nicht? Dash, ich hab keine. Warum kommst du? Höchstwahrscheinlich. Du hast doch Tier 3 aufgrund der Anlage. War mein Fehler. Und Alex, da sind wir gerade richtig drauf mit der Kamera. Wiederholen wir die Runde jetzt oder müssen wir halt die nächste Map gewinnen? Auf jeden Fall smoken die direkt. Also brauchen diese Runde, sonst können wir halt direkt aufgeben. Also da hat er gerade selber gemerkt, er hat einen Fehler gemacht. Also er hat richtig keine, traurig, ja. Er hat keine Flash gekauft, die jetzt für diese Taktik die Variante gewesen wäre. Klang aber eigentlich so, wenn Trubly ansagt, dass er vor den Smokes durch sein kann, dass das ganz schnell auf B gehen soll, noch bevor die Smoke dann poppt. Und da kann das wäre ja mein perfekter Call halt, ne, als Anti, wenn Mausbot so weiter spielt natürlich. Selbstverständlich. Also und so wie es aussieht, wollen sie das auch spielen und da macht die eine Flash mehr oder weniger jetzt auch nichts. Die wird da auch nicht sehr groß was ändern. Ja, aber... Also Alex, er kein hat Grund grade, zu weinen. Ich, kein Grund aber zu Alex sah gerade wirklich so aus, als... Er hat sich wirklich, ja, also... Die Eltern waren enttäuscht, könnte man sagen. Als hätte er gerade eine 5 nach Hause gebracht. der ist ein böse Vokabeltest. Verstehe ich deine letzten Worte nicht. Ja, weil mein Headset war gerade weiter unten. Aber... Also jetzt, wenn ich lauter rede, versteht man mich auch. Also, die Gefahr ist jetzt natürlich, wenn die Runde verloren wird, dass Alex R. das eben auf sich schiebt, ne? Weil eben vielleicht dann diese eine Flash gefehlt hat. Ja. Egal, ob sie jetzt rundenentscheidend ist oder nicht. Absolut. Aber ne, er merkt jetzt, er hat... vielleicht halt ne, sich verkauft und sagt, nein, das war mein Mist. Fehler jetzt und sowas. Und dass er das dann vielleicht so ein bisschen in sich reinfrisst. Er ist ja auch noch ein sehr junger Spieler, wo sowas vielleicht über mehrere Runden wieder einen Effekt haben kann. Und Planet Key bekanntermaßen kein Team, was sowas mit Team Spirit wieder ausgleichen kann, sondern dann wie man schon in der, einen oder anderen Reaktion, wird es mich dann nicht wundern, wenn es anschließend heißt, wie kannst du das vergessen, das war deine Runde. So, das ist halt höchstwahrscheinlich das größte Problem des Teams, dass da halt so absolut Team Spirit-mäßig sehr, sehr wenig herrscht. Und ja, Nuki jetzt schon am Fragezeichen schreiben, ist wohl fertig mit seinen CSGO-Trades, ist jetzt wieder bereit zum Spielen. Ja. So, Cartman sehen wir noch nicht. Jetzt kommt der Pause-Remove und jetzt geht es auch weiter. So, Legia hat gerade nochmal abgeklatscht mit Alu. Vielleicht einen Trade von Nuki bekommen oder so. Guten Schnapp gemacht, ja. So, aber wieder es geht weiter. So, also zurück in Game. Ab geht's. 1:40 auf der Uhr und Nex, Alex R., Stavos schnell unterwegs. Aber Trouble kommt übergangen. Ja, Push will schnell durch die Tür pushen. Ja, ja, und gut gesandwicht tapsen, ja. Und so, jetzt. Der B-Spot ist schon komplett frei. Ja. Ha. Höchstwahrscheinlich sollte Alex Erda dann so eine Kurzflash bringen, dass Trouble damit rausgehen kann. Ja. Aber dafür hat sein Mate ja sehr gut gebaitet. Und Legia gerade Flash verworfen, Nuki. So, jetzt checkt man direkt links rum im Wasser. Da steht man zu zweit. So gut da. So, und jetzt die Frage, ob man dann nochmal checkt. Nein, tut man nichts. Ja. So, Nuki macht den ersten, den zweiten und Trouble hat Low AP. Und hat er ihn gesehen? Oh mein Gott. Tanze Samba mit mir. Und tanze dir Samba die ganze Nacht. Oh mein Gott, ja. So, Nuki. Also so gut an der Stange habe ich selten jemanden tanzen sehen. Ja, da müsstest du vielleicht auch heute noch länger bleiben. Wir haben gehört, Spieler haben auf jeden Fall einen Plan für nach diesem Finale. Aber mal gucken. Also ich glaube, auch da wirst du den einen oder anderen oder die ein oder andere an der Stange tanzen sehen. Ja, wunderbar, da freut sich meine Freundin. So, aber zumindest Nuki
Sehr. Da die Runde noch aufgeräumt, aber nichts holen können. Und somit alles nochmal gut ausgegangen hier für Planet Key. Ja, nochmal unnötig spannend gemacht worden von Stavros die Runde, aber ja, eigentlich sehr einfache Runde für Planet Key. Richtigen Call gebracht, einfach durch da mit der Brechstange. Oh, Trouble im Gang, Contact, schiebt wieder hoch. Chris J hat jetzt schon mal zwei gespottet, weiß einer ist Mitte, einer war Park. Ja, es ist halt. Und dann kommt Legia hoch. Und Alu setzt zumindest den Refrag damit 4-4. Situation 1 gegen 1 ausgetauscht. Chris J kriegt da gerade keinen Shot irgendwie gesetzt. Ah, wichtiger Frag, Alex. Er hat die ganze Runde jetzt damit eigentlich entschieden schon. Die Runde wird nicht mehr unnötig spannend. Ja. Da kann Maus sollte nichts da mehr eigentlich machen. Auch safen am besten. Ja, Chris J wird höchstwahrscheinlich auch die IWP saven müssen. Er hofft natürlich, dass er jetzt vielleicht noch einen schnellen, einfachen Frag bekommt. Um da vielleicht noch was zu machen, aber nein, haben sich umentschieden. Da wird nur abgecampt und ja. Planet Key sollte da auch einfach safe zurück zum T-Spawn gehen. Da jetzt nicht unnötig rein daddeln. Ja, und Planet Key hat auch keinen Zwang hier zu handeln. Sie haben selber super wenig Geld, sie brauchen diese vier Waffen in der nächsten Runde und müssen da jetzt auch erstmal ein bisschen zum Geld kommen. Ja, und damit auch die richtige Entscheidung, nicht weiter Richtung CC zu pushen, sondern einfach safe zurückgehen. Mausbots jetzt geldtechnisch mit dem Rücken zur Wand, werden jetzt natürlich was über Chris J spielen müssen, über seine AWP. Und Planet Key sollte einfach, sowas müssen sie jetzt einfach auf dem Schirm haben, dass Chris J noch seine AWP hat und dass Mausbots genau über diese AWP jetzt die Runde entscheiden muss. Und müsste man vielleicht einfach mal in die Inhalte von Chris J gucken, was der jetzt mit der AWP macht. Hat einen sehr guten Spawn zu B. Wird jetzt sofort wieder reinspotten. Das könnte böse enden. Ja, kriegt einen, kommt weg. Und wird dadurch nochmal einen Frag kriegen. Ja, so, nächstes da ist er. Down. Tapsin, auch noch close im Spot. Boah, richtig. Gute Fläche von ihm und jetzt sieht er zwei oder kommt das Doppelgesicht. Ja, an zwei Bobs, was soll man sagen? Es ist, wie es ist. Es ist. Ja, also die falsche Entscheidung eigentlich, denn man sollte wissen, dass Mausbots eben nur diese zwei Waffen hatte und nicht mehr. Ja, wenn man da die AWP scoutet, dann kann man da einfach mal ein bisschen kontrollierter, ein bisschen intelligenter runterspielen und nicht nochmal diesen Überfahr-Rush machen. Und wenn, dann da haben auch die eine oder andere Flash hat da auch gefehlt, damit das Sinn macht. So. So, und bevor ich es vergesse übrigens, na, wir machen es nach der Runde. Chris J gespottet und wurde gut abgeaimt. Demi gibt ihm einen Gewaltschuss. Schoss. Ein Geschoss, könnte man sagen. Mhm. So. Schießt ihm eine Delle in die Gewürzgurke. Ich hätte es nicht deutscher ausdrücken können. So. Lega hat auch gespottet. Sehr schönes Gesicht. Und nochmal, der klingelt da überall an. Der macht einen Klingelstreich da. Bei Planet Key. Und Alu müsste wissen, dass da noch einer ist. Ja, stimmt's aber. Mit 1 HP. Wichtiges Duell Tapsin jetzt. Ja, 99 Damage kassiert. Schießt ein bisschen zu früh und gibt damit die Chance an Alex eher die Runde Tapsin zu entscheiden. Tapsin. Und jetzt kommt er weg. Rechnet damit kurz, hat ihn gehört, aber vielleicht zu spät. Das war. So, Nuki, jetzt kann er es nochmal zeigen. Eben hat das in 1-on-3 gemacht, jetzt kann er es in 1-on-2 machen. Ja. Kommt er über oben? Nein, Alex erwartet jetzt unten. Erstmal auf seinen Mate. Also Strux hat die Bombe, okay. So, Nuki, eine Nate in den Spot und es ist. Oh, 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 ja. Oh. Bombe geht aber durch. Oh, schönes Gesicht, Alex. Ganz. Schöne so, und jetzt Bombe. Ist auf jeden Fall mal Zeit, ihn zu loben da an dieser Stelle. Die haben Zero Money, Alter, aber das ist gut, die haben auch nicht viel Geld. Ja, die Tech 9, Alex, einfach. Ja. Nicht übrig. So, also, Alex da jetzt mal eine schöne Runde rausgedreht. So, also, was ich kurz sagen wollte, bevor ich es vergesse. Mal was hier offstream. Danke an die drei Jungs, hier, die den Frankfurter Shoppe mitgebracht haben. Ne, die haben drei Dosen. Oh. Also wenn die noch hier sind und zuschauen in der Arena oder sonst irgendwas, nochmal ein herzliches Danke. Etwas aus der Heimat. So, Alu. Star Wars passt auf. Ja. Alles und Chris J. Eine Pose, die eigentlich gecheckt wird. Ja, auch weil sie selber gespielt wird. Ja, ja. Und da ist auch der Frag. So, jetzt Nuki, aber sie werden jetzt nur noch um die Ecken jumpen. Da. Kann er nicht gemacht werden. So, Tapsin jetzt auch schon bekannt. Wird höchstwahrscheinlich
Dann nächsten dann noch ein kleines Tänzchen. Und tanzt ihn aus. So, Planet Key Dynamics mit der Runde 10. Und jetzt die Frage, wem die Pause besser geholfen hat, können wir, glaube ich, nun beantworten. Also nämlich wirklich Planet Key Dynamics. Was jetzt gespielt werden muss, ist eigentlich der B. Fake ziemlich schnell. Dann A nochmal anfaken und B dann draufgehen. Höchstwahrscheinlich zu dritt über den B-Tunnel. Nicht über kurz, sondern über lang spielen. Das wäre jetzt so eine Taktik, die aufgehen würde. Und die Nails sitzen auf jeden Fall auch schon mal gegen Alu. Ja. 65 HP bei ihm. Next kann aber nicht direkt nachpushen. Ja, Alu komplett zurückgedrängt. Kriegt da ein Foto nach dem anderen geschossen. Da wird getauscht. Die AWP geht zurück an Chris. Fühlt sich wohl wohler denn jeder mit. Ja, halt nur Spawn ausgenutzt, ne? Absolut. Fakt ist eigentlich, im Late müssen sie jetzt wieder auf B gehen. Chris J steht da ziemlich aggressiv. Ist absolut auch eine Posi, wo man mal, also mal fangen kann. Mal gucken, Alex, ja, der hat ja vorhin die Runde wieder eröffnet, indem er den Frag gemacht hat gegen den, ja, B. Wird er so ein bisschen B so anfaken, jetzt kommt, billig. Genau, jetzt kommt dieser Fake-Nummer. Genau, da jetzt muss er B aber so ein bisschen. Aber das könnte anfaken. Zu wenig sein. Ja, höchstwahrscheinlich muss er sterben dafür, damit das Sinn macht. Wartet auch sehr lange. So, Smokes an A kommen auch. Wartet, bis die Wolke richtig steht. Für die... So. Smoke, jetzt werden sie A anfangen. Jetzt werden sie A... Ah, sie werden A ich durchgehen. Sie A sogar durch. Okay. Das Chris J. Oh, wichtiger Break von Stavros in der Situation. Chris J. setzt nicht den Kill. Oh, Next gut weggekommen. Und Chris J. könnte jetzt einfach mal sehr in der schön. Smoke defusen. Wichtig angesagt von Stroxy, wo die AWP da gerade zielt. Ja. Damit Next da auch nicht rausmoved. Keine Granaten mehr. Keine Smokes, nichts haben sie. Boah, wichtiges Gesicht da von ja, Next, Mann. Patzen steht dann da komplett schön. Offen. Ja, das wäre vielleicht der Moment gewesen für Chris J, einfach nochmal in die Smoke reinzugehen und durchzudrücken. Ja. Die Smoke lag auf jeden Fall. Und das absolut. Ist natürlich mal ein Move, der ist Weltklasse. Der ist elegant, der schön ist anzusehen. Absolut. Und da so viel geschossen wurde zu der Zeit, hört man auch nicht unbedingt den Defuse. Ja, wenn auch noch eine HE vielleicht fliegt, ein AWP-Schuss, dann ja. Und geht er nicht hin. Zeit hätte er gehabt, hier durchzudrücken. Und Mouseboards weiterhin mit wenig Geld unterwegs. Ja. So, und jetzt kriegt Stavros gleich zu tun im Park. Ja, Next vorher schon mal. Stavros, ja, da wird angeklingelt. Struxi muss jetzt, darf nichts machen. Ne. Ganz low Banane angesagt. Jetzt, ja, den nimmt sich Next natürlich auch noch mit dann. Boah, schönes Gesicht dann von Trouble. Schnelle Runde, 13-12. Maus wird langsam ein bisschen. Party guckt schon ein bisschen grimmiger. Also die, ja. Der Coach momentan, der Gop B im Hintergrund, ja, kann also leider auch nicht so viel Impact, ne? Wir nehmen, sehen wie er zwei möchte. Extrem starke T-Halbzeiten. Ja. So. Und vielleicht für Maus jetzt auch nochmal eine Variante, eine Pause zu callen. Nochmal die Doppel-AWP bei Maus geben, wirklich money-technisch gehen sie da all in. Wenn ja, es geschafft, das ist ein bisschen auszuspielen, sie nach hinten zu drängen und dann nochmal so auszuspielen wie gerade. Boah, so, aber für mich ist jetzt auch relativ klar, wenn diese Variante jetzt nicht klappt, schön. Dann ist man wieder Money Broke und dann muss man eigentlich die Pause callen beim Maus, um ein bisschen diesen Schwung bei Planet Key rauszunehmen. Jetzt Chris J noch lang. Werden sie vielleicht nicht mitrechnen, aber ich glaube, sie ignorieren es. Ja, sie ignorieren lang bisher komplett. Also okay. Ja. Also die Info haben sie. Ja. Chris J wird jetzt nicht sofort zurückschieben und auf den B gehen. Ja, Alex, er muss höchstwahrscheinlich nochmal gleich billig B anfaken. Je nachdem, vielleicht dann kommt Tapsen wieder die da. Kurzsmoke. Oh Gott, Tapsen wird ihn höchstwahrscheinlich rein da. Oh. Ja, da hat er selber Nein gesagt, das fuckt ihn selber ab, das hat man gesehen. Und ja, Chris J. Und jetzt dreht man hier die Runde. Trouble, kann er Legia machen, wird abgesmoked. Jetzt Legia. Boah, André schon B komplett ausgeschlossen. Schönes Stuxi Gesicht von Stroxy. Aber immer noch eigentlich zu dritt am A. Nanook jetzt auch gleich da ist. Chris J mit AWP. Alle drei Nuki Spieler noch Smokes. Okay. Nuki kommt komplett von hinten. Oh, Stavros kommt von hinten. Wo hat der sich denn lang geschlängelt? Oh, und Trouble. Weiß. Und Trouble macht es. Richtige Runde von Stavros. Wo auch immer der sich da lang geschlängelt hat. Na, ich habe auch gerade nicht drauf geachtet. Nee. Aber
Perfekter, der wird wahrscheinlich über irgendeinen Zaun gestiegen. Aber wie jetzt Kevin Nash über die Seile, so. Fast. Ohne dazwischen. Ja, und jetzt hören wir mal rein beim Maus. I will smoke short again. I will come along with you, okay? Let's play too long. I don't have a flash, Chris, though. You play close and I have flashes. Okay. I'll okay. Kids. Calm down, boys. Chill. We will win this. Yeah, we can win this. Yeah, I think. I'm going underground. Yeah, Maus. Maybe go behind the tree, Andre. Yeah. One. Flight long. Yes, you can only one B, man. I can flash in front of maybe the... Maybe let's push with together. Yeah. Nico. You make a fast step, okay? I hold your left side. What is behind the box? Underground is clear. I leave pool, they can come pool. Flash at 1 minute? Yeah. I have only B side. One okay. Holding underground here, flash. I'm headshot. I flash it's again. One HP. Flash. I'm dead. I instantly got headshot. One. Thought they were close. Und wir gehen mal rüber zum Planet Key. Nico, komm. Da brauchen wir eigentlich auch, weil ich hab 10 AP, ich bin useless. Er ist so auffällig, da muss Lila jetzt A gehen. Okay. Aber nicht zeigen am Baby vorher. Aber du musst was machen, unbedingt, ja, musst dich zeigen. Ich mach jetzt. Checkt rechts die lang. Ecke. Hol den! Durch, Bombe. Bulette. Hat einen Arbe, ihr müsst aufpassen, Ruhe, der hat die Arbe. Check Wasser! Ich komm gleich kurz von hinten! Der hat die Arbe! Wasser frei! Unten raus! Oben Arbe gleich, oben Arbe gleich! Achtung! Flash gut! Ich hol dich gleich! Warte! Der ist lang weg! Ihr müsst mich doch nur kurz decken, Mann! Ja, ich hab halt 10 AP, Mann! Bitte das nächste Mal zu 5 gehen, dann holen wir diese Runde so easy! Halt useless. Egal, chillt man, wir haben nur zwei Waffen durchbrochen. Die Waffe holen haben sie Eco, dann haben wir die Map gewonnen, komm. Ich geh Keller abziehen. Einfach Fokus weiter. So, also mal in dieser Runde beide Teams gehört mit den Ansagen. Ja, und wieder die Runde gedreht. Ne? Diesmal sah sie eigentlich für Planet Key gut aus. Ja, Mousebots dreht die Runde. Davor sah sie dann für Mousebots gut aus und Star Wars hat die Runde gedreht. Ja, aber Star Wars hat gerade was Wichtiges angesagt. Also Mousebots auch mit wenig Geld. Sollte Planet Key Dynamics die Runde holen, ist Mousebots Money Broke. Und Planet Key kann da zur 15. Runde kommen. Also ein wirklich sehr, sehr enges Spiel jetzt hier. In dieser Endphase nochmal deutlich knapper geworden. Und ja, nach dieser Pause Planet Key wirklich gut zurückgekommen ins Spiel. Und Chris J eröffnet die Runde gegen Star Wars. Und Alu könnte jetzt schlechtes Timing haben. Ja, Nex ist da, setzt den Frag. Chris J. Boah, setzt ihm da einen Hit. Chris J. nochmal starker Kill. Geht jetzt safe zurück. Ja, und jetzt Legia hat die Mitte komplett unter Kontrolle. Chris J. bleibt zum Glück komplett def in der Hinsicht. Sonst würden sie ihn dann vom Booster sehen. Ja. Trubly könnte jetzt auch sterben. Boah, Legshot nur. Und Legia hat da auch schlechtes Timing. So, Trubly. Weiß eigentlich das alles. Aim gegen Bank, starke Runde von Trubly. Und jetzt Tapsin. Kann er das drehen? Er hat nichts mehr an Nades. Und wieder Trouble, Mann. Die Runde geht hier auf jeden Fall auf Trouble. Und Struxi, der auch den Frank gegen Legia ersetzt. Ja, wichtige Duelle. Beide haben ihr wichtiges Duell gewonnen und damit. Ja, also Trouble mit dem Kill gegen Chris J ist eröffnet. Struxi auch mit dem Laufweg nach hinten. Und ja, hat da das Timing gegen Legia. So, und jetzt Mousebots mit gar keinem Geld. Aber zumindest Tapsin hat die Waffe. Und der steht am B. Sehr guter Call eigentlich, muss man sagen. Und ja, Tapsin wird da sofort von kurz weggeholt. Das wird das Draw höchstwahrscheinlich für Planet Key. Ja, Overtime werden sie safe machen. Ja, mein, das... Ja. Ja, vielen ich Dank. Ich verstehe dich auf jeden Fall. Ja, danke. Ja, Chris J auch abgesmoked. Trouble rechnet mit hinten, will schon... So,
So. Macht da einmal durch die Smoke. Oder kommen noch mehr? Aber keine Probleme für Planet Key. Vier Mann durchgebracht und ja. Mausports, guckst du dir an. Also die haben nach wie vor ja, so gut wie nichts an Geld über. Nee, da war ja, die haben mal, Mausports hatte ja nochmal eigentlich geforst, haben ja. nochmal Farmers, haben nochmal alles geholt, was drin war. Und Wahnsinn, was beide Teams hier für Halbzeiten vorspielen für uns. Also sensationelle Leistung, keine Frage. Ja, Next macht er den Caddy, trägt nur die Waffen hinterher. Ja, aber man muss wirklich sagen, das Momentum hier ein wenig auf Seiten von Planet Key Dynamics. Ja, Mausport so ein bisschen die Phase verpasst. Dann sagt vielleicht ein bisschen doch mal, Pressure, ne? Ja, also entweder vielleicht doch mal eine Pause zu callen oder halt mal ein bisschen Ruhe in ihr Spiel reinzubringen. Ja. Alex, er zieht jetzt auch mit AWP ab. Und Planet Key natürlich super vorsichtig in dieser Runde. Ja. Ist gut, dass. Und jetzt Legia könnte. Hätte da Park Star Wars backstabben können. Aber der Move ist jetzt auch nicht schlecht. Aber Nex aimt nach hinten. Oh. Legia hat sich das Geschenk auf dem Weg mitgenommen, die Schnitzeljagd. Ja. Hat die AWP. Hat der Caddy vergessen. Boah, schöner Frag von Alex da gegen Katzen. Ja, Dimi kommt wieder von hinten. Jetzt müssen sie vielleicht ein bisschen Luft rausnehmen. Mit Legia werden sie auch nicht rechnen. Genau. Und Luki, oh, pass auf. Hat es wahrscheinlich sogar gehört. Und jetzt Legia und Nex im 1-on-1 gegen Nuki. Wichtig. Nex, der eigentlich der Mann für die Clutch Rounds ist, aber Nuki. Nuki ist da, setzt den Frag. Und nun gehen wir in die Overtime, Freunde. Also, die Overtime ist da. Und das mit wirklich wenig Equipment. Please, listen. Und Gobbi pusht sie da to the limit von hinten. Yeah. Guys, if we are aggressive and we have a frag, we fall back. Holable. Everybody falls back. We have the advantage. They have no chance. They can't win the round. Thing is, you can't play the A-side defensive. You can't. Yeah. No, but that's yes, if a frag, you can. Because you have three people there and we still can't play it. It's all right. We do it like this now. Read the chat. We do it like this and we play still the same. André, du gehst mit dem. Ja. Du supportest ihn, du smoke short wie immer. Ich gehe dann mit denen auf A. Ich werde. Ja. Ready. Yes. Und jetzt nochmal. Jetzt wird es nochmal übersetzt. Immer. Genau. Nochmal der Dolmetscher im Hintergrund. Let's go, guys. Hallo. Ja. Komm, ja. Ja, ich denke, Planet Key wird sich da im Gegenzug gar nichts sagen, höchstwahrscheinlich. Ja, weil ja, wir können nochmal unter B-Split machen. Nein, ich zieh jetzt erstmal mit AWP den ab, MR5 by the way. Ich zieh den lang mit AWP ab, er wird es ziemlich sicher machen. Ich habe da gerade eine Minute gezielt, aber der hat keine Arbeit. Ja, aber jetzt kommt er halt, jetzt hat er ja 16.000, als ob er jetzt mindestens zwei AWPs haben. Was machen wir? Glaubt ja niemand. So, also, und Trouble wird es gleich glauben müssen, dass sie da zwei AWPs haben. Ja. Also, so viel steht auf jeden Fall fest. Aber abgesmoked höchstwahrscheinlich. Von Alu selbst sogar. Ich wollte den Peak nicht sonst sehr gut eigentlich. Und Tapsen direkt erstmal die Nade kassiert. Jetzt muss er eigentlich weg hier aus dem Park. Also hat er selber angesagt. Ja, Stavros ist nicht nachgepusht, einfach weil er damit rechnet, dass dorthin noch eine AWP wartet. Ja. Das ist absolut sicher von ihm gespielt, auch wenn er höchstwahrscheinlich die Fake hätte. Chris Jay steht hier im Klogang. Und man nimmt die Mitte sehr, sehr spät ein. Und Chris J kriegt hier Trouble. Und wenn es einen aufregt, dann auf jeden Fall ihn. Wenn er gefragt wird von ihm. So weit können wir es auch spinnen. Aber Trouble wirklich eine super starke Halbzeit gespielt. Mal gucken, was Alex Erda jetzt macht. Alu wartet eigentlich nur darauf. Die Smoke ist. Boah. Ja, da muss man vielleicht ein bisschen das besser ausspielen. Und Lega auch offensiv. Hört er jetzt die Steps? Ja, kannst perfekt ansagen. Höchstwahrscheinlich gleich gegen 3. Oh, die werden aber wieder nicht mit Legia rechnen. Ja, Legia wieder sehr gutes Timing. Fühlt sich auf der Map auf jeden Fall wohl. Kommt da immer mal gerne von hinten. Ja, vorhin im Timing Pech gehabt gegen Struxi. Diesmal vom Timing her genau perfekt gestanden und gemoved. Ja, auch in der anderen Runde davor. Genau, also absolut. In dieser entscheidenden 15-15 Runde. Ja, 16-15 Mausports und
Hier wird ja übrigens MR5 16K gespielt. Das noch als kleinen Zusatz für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. So ja, die Regeln der Verlängerung. Schneller Split jetzt eigentlich nicht das richtige Timing. Sogar sehr schlechtes Timing eigentlich. Mhm. Trotzdem wild tapsen da ein bisschen zu viel. Immer noch zu dritter. Stavros, sehr schönes Gesicht da. So ein Alu wird einmal flambiert. Boah. Aber Chris Jay immer noch. Mal gucken, wie sie es jetzt ausspielen. Nehmen auf jeden Fall Luft raus, was gut ist. Und sie splitten es nochmal über lang auch. Also auch das ja, ein guter Call. Ja. Oben nochmal abgesmoked jetzt von Next. Wenn das Ding dann ankommen würde, war das gut gedacht. Ja, liegt leider nicht. Ja. So, Nuki über kurz und. Chris Jay verschießt. Nuki wird gleich wieder keine Zeit mehr haben. Mhm. So, diesmal hat er natürlich einen Death-Kit, aber die Bombe tickt schon sehr, sehr schnell. Ja, muss er jetzt auch direkt auf den Defuse gehen. Ja, und Alex, er spielt es da wieder runter. Ja. Sehr, sehr stark. Ja, schöne Runde. Da sitzen halt einfach die Frags. Ich meine, der Call nicht optimal, sogar eigentlich Maus besser gestanden mit Alu, Chris Jay und Tapsen auf dem Spot diesmal. Aber ja, die Frags nicht gemacht und dann im Endeffekt halt von Planet Gear auch gut ausgespielt. Ja, da steht Legende drauf. Nee, Legenden. Achso. Hier ist nicht nur die Rede von dir. So, Trouble jetzt wieder höchstwahrscheinlich schnell kurz, hat seine Smoke ein bisschen verworfen, haben wieder schnell kurz eingenommen. Mouseboards wieder zu dritt dort schon. Boah, der Bang hat ganz genau gesessen. Wäre das einem Flasher passiert, gäbe es einen Flame. Und sie machen wieder ihren Booster oben. Ja, aber irgendwie. Alu wird doch gesehen da. Oh, aber er. Ja, das fuckt ihn richtig ab. Sagt er und riss den CSGO-Anstecker ab. Oh, Alu! Und das ist dann das, was dann noch passiert: dass der Spieler, der eigentlich schon down war, noch einen Doppelkill macht. Ja. Boah, das ist ärgerlich. Das ist und gerade für einen Spieler wie Trouble, der sich, der seine Gefühle und seine Emotionen in keinster Weise unter Kontrolle hat, das beißt. Und jetzt noch mal auf falschen. Ja. Oh mein Gott. Und wieder Alu, und der dann schon auch noch Alu killt ihn. So, jetzt die Nahaufnahme. Also das ist wirklich richtig bitter. Ja. Also Trouble, der eigentlich sein Köpfchen da sieht und immer diese Kugeln drauf wirft. Ja, ist eigentlich alles mit rechten Dingen dazu gelaufen. Eigentlich müsste der down sein, aber Chris Jay legt noch mal einen drauf für Trouble. Das ist immer, jetzt kommt das Mindgame ins Spiel. Ja. Also das sowieso die beiden Spieler, die sich am liebsten haben hier. Ja, Fakt ist, Charlie muss sagen, scheiße, Dreckspiel und weiterspielen so. Sich davon jetzt nicht wurmen lassen oder so. So, jetzt Stavros mit ein bisschen mehr Tempo mal Banane eingenommen. Chris Jay, ja. Alter, was ist das denn? So, und jetzt muss sich Trouble ein bisschen zurückpushen. Ja, der muss sich feiern. Der braucht es jetzt. Auch das ist klar. So, jetzt Nuki. Da muss. So, und jetzt müsste Legia eigentlich wieder was zu Trouble schreien. Um das hier wieder auszugleichen. Ja. Beide T's jetzt halt gesplittet voneinander. Oh, aber Legia könnte jetzt auf dem falschen Fuß erwischt werden von Alex R. Ist gerade weg. Oh, richtig Gott. Glück gehabt. Ja, die wissen, dass er da irgendwo ja rumwurmt. Alex, er hat ihn noch nicht gecheckt und die Zeit läuft gerade gegen Planet Key. Ja, irgendwann die Beine in die Hand nehmen. Ja, eigentlich gut gespielt von Nex. Da jetzt müssen sie da ein bisschen Tempo geben. Legia kann alles unter Kontrolle an. Boah, kommt ein bisschen zu spät drauf. Der Snook hier im Spot noch. Und der wechselt erstmal das Magazin. Oh, wurde jetzt gespottet. Boah, das ist der perfekte Zeitpunkt, um da ein Gesicht zu bekommen eigentlich jetzt. Ja, da willkommen. Ist es. Und Alu verhüpft sich. Ja. Oh, schöne Runde von Next. Krass, also da sehen wir drei Fehler von den letzten drei CTs nacheinander. Absolut. Und deshalb wird die Runde hier eröffnet für Planet Key. Ja, das. Also eigentlich muss bei Legia schon Stopp sein, der muss den Fokus haben auf Alex R. Und dann hat man 3-1 und die Runde fast nicht mehr holbar für Next. Dann Nuki, der sich doch nochmal überlegt, jetzt reload ich nochmal. Ja, und aber dann noch faced. Also Alu war nicht weit weg, wenn er da einfach nur Zeit rausholt, aber das weiß er selber. Ja, der braucht es.
Ja, der muss jetzt die Gegner genießen. Ein Push-B. Glaub ich. Nee, doch nicht. Doch, der pusht 2B. 2B. Durch den. Auto-Sniper Jungle, nicht blind. Das ist Guardian rein. Geht über Keller B, wenn ihr könnt. Vielleicht ruft ihr aus. Ganz Gas geben, Demi. Eigentlich schöner Call da gerade. Ein Spot gegangen eigentlich. Aber Tabs sind schon wieder zurückgezogen. Der ist... Boah, Legia. Das ist ekelig. Ja, Autosniper natürlich auch eine richtig gute Waffe hier. Hab's ja vorhin schon mal gesagt. Vielleicht ein bisschen spät, dass wir diese Waffe jetzt hier sehen. Ja. Legia, da sieht er einen durch die Scheibe. Troubley. Oh. Ja, aber Nuki ist zur Stelle. Ja. Und Troubley sieht da die Schuhe von Legia. Extra nochmal geputzt vom Nikolaus noch. Absolut. Legia da durch die Scheibe am Rumbratzen. Ja, da. Ja, ziemlich ausgeglichene Overtime eigentlich. Ich nicht offensiv gehen gegen die eigentlich. Aber wir können keine Chance. Das ist halt auch der richtige Call, muss man sagen. Wie man es jetzt spielen muss eigentlich für Planet Key, was sie aus ihren Runden gelernt haben müssen, ist, dass sie offensiv anfaken. Dieses, wir stehen dort irgendwo, ihr müsst alles checken und einfach hinten stehen. Am besten Troubley einfach mit der AWP hinten irgendwo stehen. So, das ist dieses, damit Maus erstmal 40, 45 Sekunden damit verdaddelt, dass sie jeden kleinen Spot einnehmen müssen. Ja, und Mausbot sowieso auch ein anfälliges Team für die Runden bei Zeit ablaufen lassen, ne? Ja, da steckt im Clan drin. So, also schauen wir mal. Aber zumindest haben wir jetzt mal 13 die Runden gesehen. So, next, genau. Einmal aggressiv was gemacht und jetzt einfach zurückziehen. So ein billig. Okay, jetzt doppeln sie Bananen, ist auch absolut in Ordnung. Mit einem Tower. Okay, interessant. Don't Troubley will, dass da jemand Tür gucken kommt, und dann wird auf jeden Fall gebratzt. Ja. Okay. Aber so einfach macht's Alu da nicht. Ja, wie gesagt, eine offensive HE und Chris J sehr, sehr defensiv am Up-Aim, rechnet mit allem möglichen offensiv und Planet Key einfach ganz weit hinten. So einfach kann es sein. Boah, Nuki schlingelt sich da jetzt langsam Banane rein. Muss aber auch noch mit allem rechnen. Das wird. Wenn sie dort den Frag machen gleich, Nex, dann ist die Runde entschieden, weil Nex da noch absmoken kann. So, jetzt können sie noch. Naja, jetzt müssen sie halt einfach nur schnell ein B-Go machen. Das ist das Einzige, was jetzt drin ist, ja. Genau. Und ein paar Strux hier auf, mollied nochmal, lang ist auch gemollied. So, jetzt muss Tapsen über kurz halt schön ordentlich nachkommen. Ja, damit Runde ausgeglichen, aber 9 Sekunden. Also man muss direkt auf den Plant gehen. Und Star Wars will geboostet werden. Hat alles gecallt, eine Flash noch bei Star Wars. Oh, schön aufgepasst von Nex. Ja, schön das gespielt, was ich halt geahnt habe, dass sie da offensiv einmal anfaken und Mausbots halt damit das Gefühl geben, wir stehen wieder mal irgendwo offensiv. Wir müssen mit jeder dummen kleinen Ecke rechnen und Mausbots in der Hinsicht einfach viel Zeit vergeudet, viel Zeit verdaddelt, also wirklich billigster Level 1 Vernasch. Und damit die Runde entschieden. Dann den Frag gegen Nuki gehabt und damit war es eigentlich durch, dann zeittechnisch. Zeittechnisch so problematisch, dass man halt in den letzten 9 Sekunden, man hat nur noch die Variante, dass man einfach auf den Plant geht. Ja, und dann eben auch nochmal diesen Booster gebracht. Genau, jetzt. Das wird schnell kurz. Wo steht denn Alex R. mit seinem Gerät? Okay, da unten an der Schrägen. Boah. Ja. Duki traut sich eigentlich nicht vorzugehen, weil er weiß, dass er damit Sachen richten. Alex, und abgemoldet. Boah, in der letzten Sekunde, jetzt geht Chris J vor. Nachgesmoked. Ja, und mit der Autosniper, das ist natürlich das Geschenk, ne? Die Smoke und wenn dann der Gegner da wirklich durchkommt. Ja, das macht ein Maus aber nicht, so, da sind sie zu. Ihr seht jetzt Alu. Es wird lieber nochmal als Fake gespielt. Sehr schnell, jetzt ist Stavros ganz wichtig. So, wird aber direkt gespottet. Refrag dauert, dann ist er da. So, und jetzt Next an der Bank. Wird natürlich abgesmoked. Ah, die ist nicht so gut, die Smoke. Ich glaube, da kann Next mitarbeiten. Ja, Eigentor. Zu viel Movie in der Smoke.
So, und die Bombe liegt halt richtig mies. Das ist... Alter, da sagt er nichts, nur danke. Ja, die Runde gerade nur wegen dieser einen Smoke entschieden, weil sie eben nicht dran liegt der Kiste. Ja, und sie damit darauf spielen, dass die Smoke was bringt, dann soll er sie lieber in die Bank reindonnern. Da ist sie safe drin, da kann man sie nicht verwerfen. Ja. Und dann rechnen sie wenigstens mit der Ecke. Ja, und dann die Bombe halt auch noch behindert weggedroppt da durch die Smoke. Ja, das also läuft gerade perfekt hier für Planet Key Dynamics. Absolut, das kann man nicht anders sagen. Jetzt Maus auf... Ja, absolut mit dem Rücken zur Wand, muss man sagen. Legia jetzt geht schnell, gut, wurde gespottet, höchstwahrscheinlich Trouble, wichtiger First Track da. Machen nochmal den Spot. Mann, den. So, und Alex R. steht jetzt wieder mit das Autosniper. Zündet da erstmal den Molly. Boden an, genau. Legt jetzt, dann wieder eine Smoke nach. Jetzt kommt Star Wars von hinten, kann jetzt sagen, vor lang ist alles clean. Die müssen irgendwo auf kurz stehen. Und da kann er jetzt auch mit Timing perfekt hinter ihm kommen. Er checkt sogar noch mal weiter da hinten. Also es ist sehr gut von ihm gespielt, dass er da einfach... Er wartet, hat diese Vorteilspose. Und jetzt kommt Nuki. Er ist so oder so schnell genug dann da, um was zu machen. So, da muss er jetzt nicht... Ja, sehr schön. Und jetzt ist klar, wo sie kommen müssen. Struxi zieht es noch. Ja, Legia probiert jetzt noch ein bisschen Raum zu schaffen, aber muss mit jedem Scheiß rechnen. Und noch die Bombe mitnehmen. Jetzt kommt Star Wars sogar noch mal über kurz. Also richtig guter Laufweg von ihm. Ja, sehr gut ausgespielt. 1A. So, dann wurde er ein bisschen wild. Ja, dann hat einer ihm auf die Füße getreten und dann hat er Gas gegeben. Wie einem Kater auf dem Schwanz. Ja, Struxi, schöner Frack. Ja. Max. Wieder schön gemacht. 20. Runde und 2 Map-Bälle für Planet Key Dynamics jetzt. Ja. Und jetzt sind sie eigentlich auf der favorisierten Seite und in dieser Overtime läuft dieses Spiel auch mehr auf diese CT-Seite. Ja, auf diese CT-Lastigkeit. Obwohl man natürlich sagen muss, dass das jetzt gerade sehr, in Anführungszeichen, auch glücklich ist, dass Stavros da wirklich so perfekt durchpusht. Ja, und aber auch die Runde auch davor war halt auch glücklich, aber... Einfach ja, das besser ist auch gespielt als CT. Genau, das ist halt das, was man eben auch braucht in so einem Finale. Ja. Also das Quäntchen Glück kommt natürlich da definitiv dazu. Ja, Trouble jetzt lang mit der AWP. Guckt jetzt, ob ihm da irgendwas reindaddelt. Und noch ein Tower. Also gut, die sind getowert lang, ja. Ja, das Beste, was Planet Key jetzt machen konnte, ist, dass sie einfach so dieses Mittelstück da einfach völlig unberührt lassen. Sich nur auf Banane ein bisschen fokussieren und sonst Basic komplett kommen lassen. So, um einfach Maus nicht diesen easy First Track oder Entry Track zu ermöglichen, sondern sie einfach kommen zu lassen und sie an ihrer eigenen... Boah, Trouble, wichtiger Frack. Gutes Timing von ihm da. So, Nuki kriegt er nicht, aber... Wichtig, wie Stavros es spielt. Genau. Ja. So, Stavros kriegt den Kill. Stuxi ist angesagt, macht aber den Frack. Ja. Alex R. hat ihn gemacht. Ja. So, und jetzt 2 gegen 4 Situation. Und jetzt ist es nur noch Chris J. 1 gegen 4. Das riecht nach der ersten Map für die Jungs von Planet Key. So, und da wird jetzt wirklich alles angesagt. Jeder Schritt, den er macht. 9 Sekunden und er muss planten. Alex R. So, schon mal gute Flash. Jetzt können sie sich ein bisschen positionieren. Ja. Star Wars ist da. Ja. Ja, verfehlt aber die Bombe. Ach, ist egal. Der feiert sich schon. Ja, jetzt guckt er noch mal. Schon aufgestanden, ist schon raus. Ja. Die frische Luft. Nein, ist mal nicht. Also, Planet Key Dynamics holt sich Map Nummer 1 und das war ein wirklich harter, harter Kampf. 21 zu 18 endet hier diese Map Nummer 1. Tja, das war wirklich ein wirklich, wirklich bitterer Kampf. Also phasenweise sah es extrem gut aus für Maus. Dann kommt Planet Key Dynamics wieder zurück ins Spiel, übernimmt eigentlich das Zepter des Spiels. Dann kommt Maus wieder zurück, schafft es am Ende das Spiel noch in ein 15-15 zu bringen und damit die Overtime. Ja. Und jetzt hier in der ersten Verlängerung, in der ersten Overtime-Halbzeit,
ein bisschen die Runden leichtsinnig dann abgegeben bei Maus. Und Planet Key dann mit der richtigen Entscheidung, mit der richtigen Ansage, auch wieder von einem Struxi und Co. Langsam zu spielen, defensiv zu spielen und den Gegner kommen zu lassen. Absolut. Richtig zusammengefasst. Das ist das Wort zum Sonntag schon fast gewesen. So ist das. Also, wir freuen uns auf die